Und damit willkommen wieder zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Es ist einige Zeit her, denn dieses Let's Play wurde für einige Zeit pausiert. Auf jeden Fall bin ich wieder zurück mit diesem Let's Play und wir werden direkt Kakariko mal ein bisschen beenden, würde ich sagen, denn wir haben ja noch nicht alles. Also uns fehlt noch einiges. Wir können jetzt noch nicht alles holen, dafür können wir einiges gut oder so, was willst du sagen? Was Alinwo sagen würde, wenn wir Hyrule retten? Sie würde wohl sagen, oh cool, du würdest Hyrule retten. Wie wundervoll. So. Hier oben war mal eine leere Skulptur. Dann gehen wir hier hoch. Hier oben war, glaube ich, keiner. Nee. Ach, was ich mich erinnern kann, ist... Oben auf dem Ja, natürlich, da war was. Hier ist natürlich verbuggte Grafbug. Grafbug natürlich. Ein Grafikbug. Wundervoll. Gut, hier oben zu kämpfen ist jetzt etwas ungut, aber wir haben es geschafft. Easy. Ohne Problems. Smims. Moment mal, ich glaube, da war auch eins. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da war eine. Nein, da ist einfach nichts. Wieso sollte man dann den Reiz bekommen, diese Kiste zu zerstören? Zum Spaß? Puh. Wundervoll. Hat sich auch gelohnt. So, wir töten mal alles hier. Immer zu diesem Dings gelegt hat, in diesem Baum. Und noch eine Probleme Skulptur. Das geht fließend. So. So, hier oben. Ja, Mann. So, jetzt müssen wir halt diese Drecksleiter hochklettern. Ihr Schweine, wieso tut ihr mir sowas an? Oh Mann, ich wollte den noch auf die Leiter, aber das ging zu schnell. Das ging zu schnell. Okay, so. So. Easy. Grafikbug, yay, ich liebe dich. So. Gut, ich glaube, hier haben wir bis jetzt alles, was wir haben können. Und du nimmst diesen Scheiß jetzt an. Was? Das scheint. In der Tat, es ist Zeldas Handschrift. Lass mit schärfen es mich mal sehen. Na gut. Dies ist Balkon! Vor den Untergang zu bewahren. Ja, das ist die Stimme von Prinzessin Zelda. Wenn ihr euch nicht dann, wenn ihr das nicht mögt, dann, ja, Pech gehabt. Herr Prinzessin Zelda! Was ist denn das für ein seltsames Vorhaben? Okay, wie dem auch sei, du kannst passieren, Zwerghalt. Ach, Herr Nachwuchsheld, falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Der Vulkan ist noch immer aktiv. Ja, und du solltest zur Brille Filmann gehen und dir eine Brille kaufen und auf meinen Rücken schauen. Auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicher fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Kauf dir eine Brille! Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicher einen Sonderpreis. Und ich hab's ihnen gratis bekommen, ne? Oh, naja, denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen? Dann lauf ruhig weiter. Aber egal, du hast die nie. Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun. Aber ihnen habe ich dich und dir immer einen guten Tipp mit einem P gegeben. Was haben die da bitte falsch gemacht mit der Besetzung? Dieses scharfe S und dieses Tipp. Dieb. Ein Dieb. Gib dir ein Dieb.
Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Er hat gerade im Moment geöffnet, in diesem Moment, wo die Textbox sich geöffnet hat. Ja. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen. Ja, wo ist er denn? Der Maskenladen hat gerade erst geöffnet. Doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Scheißladen besorgen? Ich meine nur, wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wir sind in Hyrule. Du meinst im Marktplatz. Naja, wie gesagt, ich kann hier nicht weg. Mein Job. Seufz. Ja, das spricht mir natürlich aus. Das Seufz. Ganz genau, meine Freunde. Das nennt man Seufz. Ich seufze herum. So ein Seufzmensch. Willkommen im Gebirgspfad. Also, nicht eben auf dem Gebirgspfad. Deutsch. So. So, hier haben wir ein paar neue Gegner. Die werden direkt getötet. So, du wirst sterben. Warum? Bitte frage nicht nach. Ich habe keine Ahnung. So, hier ist auch nur einer. So, da oben sehe ich ein Herzteil, was ziemlich toll ist. Aber ich weiß eh, das ist irgendwie immer Routine, was ich da mache. In Saldo-Routine in letzter Zeit. Aber ich werde es verständlicherweise für euch spielen, damit auch ihr euch auskennt. So, der ist... Ja. Dein Aus, hey Bitch, get out of the way, get out of the way, wisst ihr? Ich glaube, jetzt wisst ihr, was ich meine. Toll, ein Grafikbug. Das mag ich nicht. Goronia! Yay! Ein neuer Ort. Und man konnte links magere Hände sehen. Nein, nicht links. Nichts. Das Gegenteil von rechts. Links. So. Toller Grafikbug. So. Und hier sollen wir lesen. Du stehst auf einem weichen Teppich, den nur Darunias Gäste betreten dürfen. Na super. Nur Menschen mit extremst hohen IQ kommen auf folgende Idee, einfach einen random Song vor der Tür zu spielen. Zellus Wiegenlied gespielt. Natürlich kommt man auf solch eine Idee. So, es ist alles dunkel gewesen, kurze Zeit. So, moin, servus, moin. Ich bin's, der Dink. Und du hast ziemlich viele Menschen aufgespießt, wie ich bei diesem Spieß hier sehe. Aber da ist kein Blut dran. Das gibt's doch nicht. Was? Wer bist du? Als ich das scheiß Lied der scheiß Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein verficktes Kind. Hat Darunia, der Führer der Goronen, es wirklich verdient, so scheiße behandelt zu werden? Ich kann es einfach nicht glauben. Geh zurück ins Schloss mit Schaffness und sage dem König, er soll mir einen richtigen Mann schicken. Bin ich etwa eine Frau? Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumen nennt er schlecht. Und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch, wie dem auch sei. Dies ist Sache der Goronen. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Are you sure? Are you sure about that? Gut, dann werden wir dir zeigen, wie stolz ihr seid. Bin ich gar nicht. So, Link dreht sich. Und ein random Krug ebenfalls. Und eine Bombe explodiert. Rein da. Und was ist da? Ein Shop. Was gibt's hier? Willkommen. Herz und Herz. Goronenrüstung und rotes Elixier. Aha.
Dann gibt's Bomben, Bomben, Bomben und noch ein ganz seltenes Exemplar hier. Bomben! So selten, Leute. Da sollte man sich schon darauf einstellen, dass der Seltenheitswert bei 500.000 ist. Ja, sowas Seltenes kann man gerne in seiner Sammlung haben. So. Aber wir können hier jedoch nichts tun. Der Typ würde sich niemals sagen, jo, ich geb dir Hilfe. Nein, der Typ ist zu dumm und nervig. Deshalb müssen wir mal diese ganze Stadt explodieren lassen. Und hören vertraute Musik irgendwie. Denn das hier ist eine Abkürzung. Verlorene Wälder. Lost Woods. Willkommen. Ich habe dich erwartet. Ich dich aber nicht. Schön, dich wiederzusehen. Nein. Es ist nicht schön. Hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Aber so leicht zu finden. Still. Ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Ja, ich höre deine dumme Melodie. Ich höre deine dumme Melodie, ganz genau. Muss ich mich nochmal wiederholen? Nein! Verweise dein Geschick und finde den Weg durch den Dreckswald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Ruhe in Frieden, Personen, die einen Hörschaden haben. Die würden das hier auch nicht hören. So. So, ich muss mal raten. Ja. Das ist es. Die Waldlichtung. Aber wir haben noch einen. Oh, ist das ein neuer Arschloch? Und er ist tot. Das ist eine Taktik. Der Taktiken. Das ist eine Taktik. Wundervoll. Aber wir werden einen Bug brauchen. Wir werden diese Dinger brauchen. Denn hier gibt es nervige Viecher. Dead. Ist tot. Lol, als ob ich den Rubin bekommen habe. Nein, du Sohn, du wirst es jetzt bezahlen. Weil du mich verletzt hast. Ganz genau. Jeder muss bezahlen. Mit echt Geld. Tot. Immer ein bisschen Geld. So. Und jetzt kommen wir zum Endspurt. Von noch ein paar. Die. Was? Ja. Komm her, komm her, komm her, komm her. Du musst sterben. Weil du mich verletzt hast. Das kriegst du als Gegenzug. So, wir sind angekommen. Auf der Lichtung. Wow. So wundervoll. Ein Mädchen. Spaß. Der Roni hat ja eine richtige Frau bestellt, also. Kann ich die gleich entführen und hinbringen.
Wow, ich habe auf dich gewartet, Balkon. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Na, so heilig. Ich spüre etwas. Ich spüre diese nervigen Feen. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina? Kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen? Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Fick dich. So, spiel mir nach. So, wenn du nicht willst, dann musst du leider sterben. Also, versuch die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Nein, ich will nicht, nein. Spiele gespielt Sarius Lied. Hymne der Zeit, Sonne ist schneller. Langsam und nicht schnell. Was hast du für einen Dreiecksmund? Wieso hat man dich so geboren? Wie wunderschön! Du darfst dieses Lied nie vergessen, sonst bringe ich dich um. Versprich es. Willst du meine Stimme hören? So spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Von jeder Ecke, von überall. Ich sehe dich. Ich würde dich immer erkennen. Ja, das ist ein bisschen gruselig. Aber gut, Hauptsache wir haben einen Song, wo Leute uns verfolgen können. Wundervoll. Du hast Salias Lied erlernt. So, was habe ich jetzt davon? Kann ich mir dann mit dem das Lied meiner Uroma vorspielen und sie tanzt dazu oder was? Das würde sogar theoretisch passieren. Bitte nicht. Gott, bitte gib mir den Gedanken weg. Ich habe nicht mal eine Uroma. Ich habe nur eine Oma. Sehe ich aus wie ein reicher Mann? Nein. Aber ich werde dank euch wahrscheinlich reich sein. So. Und jetzt können wir direkt einfach in ein Loch fallen. Einfach in ein Loch. Zu einem Feenbrunnen. Und wir vielleicht einige Leute von Zeldas. Ja, das reicht. Einige Leute wahrscheinlich wissen über Zeldas. Sind Feen Lebewesen, die einen heilen, wenn man stirbt. Ich will natürlich auch eine haben, damit ich volle Herzen habe. So. So, ich glaube, ich kann wieder raus hier aus dem Raum. Und wir gehen zurück. So. So, jetzt geht's mal wieder zurück. Ja, geh noch langsam mal rein. Was willst du? Balkon! Punkt, Punkt, Punkt. Ah! Hat Salje dir ihr Lied beigebracht? Du tust mich auch dauernd stalken, ne? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ja, Leute können mich die ganze Zeit beobachten und mit mir reden, wenn ich ein Lied spiele. Na toll. Ich hörte, dass mit Schafeness an anderen Orten natürlich ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu erlernen oder einfach selber eins zu schreiben. Aber du bist ja nicht Dieter Bohlen, also geht nicht. Zum Beispiel in Hyrule. Wir sind hier in Hyrule. Das ganze Land ist Hyrule. Platzierst du die Korallen auf C und wählst sie aus, wenn Notenlinien erscheinen? Nee. Echt? Das war noch nie so. Ich empfehle dir, hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Saas. Muss ich alles nochmal sagen? Nein! Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Lerne sie, denn du wirst sie häufig brauchen. Wieso muss ich lernen? Ich dachte, ich habe die Schule schon abgeschlossen. Oh, die habe ich noch gar nicht abgeschlossen.
Schade, Marmelade. So, jetzt wisst ihr wahrscheinlich, ja, wir sind hier im Konkiri-Wald. Ich wechsle meine Rüstung noch schnell um. Nicht, man darf nicht zu faul sein. Für ein paar leichte Sachen. Doch, mit verlorenen Wäldern sind wir noch nicht fertig. Aber das werden wir im nächsten Part ansehen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ciao, Mädel!